Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe ein bisschen den Sound leiser gestellt. Ich habe festgestellt, in der ersten Folge, das war ein bisschen laut. Und Ash hatte gesagt, wir... Oh, da muss ich gerade nochmal an. Wir gucken, was wir jetzt als nächstes machen werden. Was können wir denn hier? Kreislauf. Tauchgerät. Atem, Sport, Sauerstoff beim Tauchen, absorbiert CO2 mit. Okay, das ist auf jeden Fall was Neues, das kannte ich noch nicht. Können wir aber wahrscheinlich auch noch gar nicht herstellen, weil das wird ein bisschen komplizierter werden. Kabelsatz. Da brauchen wir zweimal Silber. Und was war das andere? Nicht Werkzeuge, sondern hier. Fasergewebe. Wird wahrscheinlich auch hier sein. Fasergewebe, Faser, Faser, Faser. Nein, dann ist es hier. Hä? Wo ist das denn? Ja doch, Fasergewebe. Ah, das ist auch auf jeden Fall auch cool. Das kenne ich auch noch nicht. Das macht natürlich die Dringlichkeit der das Bauen einer Basis nicht so dringend. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf eine Tour, wie ich jetzt gesagt habe. Und ja. So, gucken wir doch mal. Ich habe den Scanner dabei. Und dann schwimme ich einfach mal hier in die Richtung. Da haben wir auf jeden Fall auch so ein paar. Das sind auch keine Bösen, aber die fühlen sich schnell bedroht, wenn man denen zu nahe kommt. Dann absorbieren die solche grünen Blasen, die explodieren und die vergiften einen, sage ich mal. Hier haben wir schon mal ein... Oh, das ist schon mal gut. Seegleiter. Müssen wir scannen. Wie viel? Zwei Teile brauchen wir davon. Das ist schon mal gut. Da haben wir ja schon die Hälfte. Von denen wollte ich mich fernhalten. Und da hört ihr schon ein anderes Tier. Ein sehr großes Tier. Ich habe jetzt keine Lust an die Oberfläche. Ah, die kann man auch alle scannen. Mal hier die Luft wieder auffüllen. So, haben wir das auch gescannt? Oh, 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 da sind sie, da sind sie. Die meinte ich. Sonst tun die einem nichts, die greifen einen jetzt nicht wirklich aktiv an. Wow, oh, wow, oh, oh. Geh mir weg. Nein, nein, nein. Weg hier, weg hier, weg hier. Ah, oh, Gott sei Dank. Geh trotzdem nochmal nach oben. Da sind die, die diese Geräusche machen. Die sind auf jeden Fall sehr beeindruckend. Also das Raumschiff ist auf jeden Fall deutlich größer, als es auf den ersten Blick vielleicht aussieht. Die zeige ich euch auch mal ganz kurz. Das sind... Kann ich auch scannen übrigens. Riffrücken, genau so hießen die. Die tun auch nichts, also... Teilweise sind die auch an der Oberfläche, da denkt man, da ist vielleicht eine Insel und dann schwimmen einfach nur die da lang. Noch sehr groß. Oh, da hat's noch geladen. Die Verbindung zu einer Anzahl von kleinen Höhlennetzwerken hat. Ah, Höhlennetzwerke sind auf jeden Fall diese Sache, was ich meinte in der ersten Folge, was auf jeden Fall sehr schön aussieht, wenn es dunkel ist. Da kann ich ja gleich mal einen Blick reinwerfen. Vielleicht können wir es sehen. Haben wir hier? Laserschneiderfragment. Ah, genau, das ist auch sehr wichtig. Ja, hier sehen wir schon so ein bisschen. Ja, hier seht ihr es schon. Also, das sieht auf jeden Fall sehr wunderschön aus hier. Das heißt, es ist wieder zeitlich nach oben gehen. Kurz mal... was habe ich denn jetzt geöffnet? Ah, gut. Oh, ich muss nämlich gerade mal husten. Einen trockenen Hals habe ich. Habe ich nämlich mit F2. Habe ich nämlich auf F2. Und, hä? Was war das denn? Habe ich nämlich auf F2 und 3 liegen, wollte ich sagen. Also 2 stumm, F3 wieder hörbar. Und so habe ich anscheinend irgendein Inventar geöffnet. Okay. Jetzt sehe ich das genau. Hier haben wir noch ein paar Kisten. Da könnte auch noch was drin liegen.
Wobei in der rechten wäre eher weniger, die ist noch komplett geschlossen. Da auch nichts. Oh, hier haben wir wieder Teile. Das war jetzt nicht die Ausbeute, die ich mir erhofft habe. Was ist das denn hier? Kann ich das scannen? Oh. Scannerraumfragment. Das ist cool. Oh, ich hab direkt. Oh, das ist cool. Ich habe einen Raum gefunden, den ich vorher auch noch nicht kannte. Da werden wir also noch einige Sachen entdecken. Wie, das kann ich bestimmt. Ah, ne, das ist nichts Besonderes. Scannerraumfragment. Hä? Achso, hier kriege ich dann nochmal Sachen raus, wenn ich das doppelt scanne. Oder? Ach so, nee, ich hab's noch nicht freigeschaltet, ich hab's nur entdeckt. Okay, jetzt verstehe ich. Übrigens erkenne ich diese Stelle gerade wieder. Hier war, habe ich beim ersten Mal auch ziemlich viel Sachen gefunden. Na, 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 na. So. Heißt es wieder scannen, bis wir was Gutes finden. Oder eher gesagt suchen und dann scannen. Was ist das da? Das ist. Ah, genau. Das gibt's übrigens auch. Erkenne ich schon. Das sind nämlich Deko-Objekte. So. Die hat man aber direkt freigeschaltet. Den kann ich natürlich nicht scannen. Würde auch nicht allzu viel bringen. 30 seconds. Ach, das sind Sekunden. Okay, keine Atemzüge, sondern Sekunden. Ich will mich schon mal so ein bisschen in die Richtung. Oh, das wird ein bisschen eng, aber das schaffen wir schon. Und geschafft. So, einmal schön aufladen und wieder nach unten. Da könnten wir vielleicht auch was finden. Da liegen auch Schrottteile rum. Ach, ich kann mich selbst scannen. Okay. Ich bin infiziert, okay. Was haben wir denn? Oh. Bioreaktor. Das scheint auf jeden Fall was Größeres zu sein. Halt mir fern. Metallschrott. Metallschrott. Atommüllbehälter. Halt mir ja fern hier. Oh, jetzt. Dachte schon, hey, was ist das denn jetzt? Salz. Das ist auch gut. Gibt's hier irgendwie Luftpflanzen? Nee. Hier war doch auch von dem, genau, Scannerraumfragment. Ich glaube, dann haben wir ihn hier mit. Ja, genau, jetzt können wir nämlich einen weiteren Raum bauen für unsere Basis. Ich muss erstmal wieder nach oben gehen. Hier ist nämlich nicht diese Blasenpflanze. Ich glaube, ich werde dann hier in dem Let's Play auch die Ziele vollbringen, die ich im Singleplayer machen wollte. Ich hatte halt irgendwann aufgehört, weil ich nicht zu viel machen wollte, weil ich mit euch halt die Sachen entdecken will. Und ich habe halt vorher auch selbst Let's Plays hierzu gesehen und da habe ich gesehen, dass es Höhlen gibt mit leuchtenden Pilzen und da wollte ich mir eine Basis reinbauen. Aber da muss man erstmal herausfinden, wie man das Ganze schaffen kann. Hole ich mir alles mal mit. Salz war vorher immer wichtig, damit hat man immer die ganze Nahrung gemacht. Und was ist das? Fahrzeugstation. Mann, das sind alles wichtige Sachen. Kupfer. Da haben wir auch nochmal Sachen. Immer schön die Anzeige im Auge behalten. Aber, oh doch, Labortisch. Nochmal ein Deko-Objekt. So. Hier was drin? Nee. Ich will das letzte Sea-Glider-Teil finden. Weil dann haben wir. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses, wo man sich drauflegen kann. Dieses,
ja, wie soll ich sagen, dieses Fahrzeug, wo man sich drauflegen kann und das einen dann durchs Wasser zieht. Das Motorisierte. Und jetzt wird es auch wieder dunkel. Das macht die Suche allerdings nicht einfacher. Das, nee, das ist... Wir sind aber ganz schön weit geschwommen, muss ich sagen. Ich habe auch gleich schon wieder Durst. Wir sind aber schon mal auf dem besten Weg, weiterzukommen. So viele Sachen, wie wir jetzt gefunden haben. Haben wir hier... Ja, ich glaube... Ja, jetzt haben wir ihn. Wunderbar, jetzt kann ich den direkt bauen. Jetzt geht's direkt zurück. Dabei werde ich mir dann hier den mitnehmen, weil den brauche ich jetzt. So. Mit zwei mit. Ach Mist, ich habe Inventar voll. Ich hatte sogar noch trinken. So, dann brauche ich aber von den anderen noch welche. Das sind nur kleine. Die kann ich mir nicht schnappen. Aber hier den. Ein Auto. Ah! So. Drei Stück sollten, glaube ich, reichen. Ab, ab. So, und du. Oder warte, ich hol mir mal den, den hatte ich noch nicht. Lupscher, aber Inventar voll, okay. Dann gehe ich doch erstmal zurück. Bin ich schon. Okay. Lifeport 5. Bin mal gespannt, was wir hier noch alles herausfinden werden in dem Spiel. Warum wir abgestürzt sind und all diese Dinge. Eins. Und dann die Nahrung. Und dann gucken wir uns mal an, was das Lifeport braucht. Nicht Lifeport. Ich will kein Lifeport bauen. Ich will ein Seaglider bauen. So. Das war hier Geräte und Seaglider. Batterie, Schmierstoff und Kupferdraht. Davon können wir schon sehr viel herstellen, weil wir so viel Glück gehabt haben. Schmierstoff. Damit wird auch wieder ein bisschen mehr Platz frei. Batterie und Kupferdraht war das, genau. Batterie und Kupferdraht. Batterie. Und Kupferdraht. Das können wir sogar schon alles bauen. Das ist richtig gut. Dann kann ich den euch auch direkt mal zeigen. Den werde ich mir auf die 1 legen. Den Feuerlöcher brauchen wir ja nicht mehr. The Sea Glide. Will increase your effective exploration. Zumindest jetzt noch nicht. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers. Wobei, das kann ich doch mal gerade machen. Speichern. So. Ich wollte euch doch mal gerade gezeigt haben, wenn man Spielfehler entdeckt, dass man die F8 drücken kann. Und dann können wir hier die Fehler reinschreiben und all diese Sachen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool gemacht von den Entwicklern. Und jetzt zeige ich euch mal das, den Seaglider. So ist das ganz normal. Der braucht natürlich auch Energie gleich. Das ist ganz normale Geschwindigkeiten. Dann kommt der Seaglider mit der 1. Und da seht ihr schon, sind wir schon mal um einiges schneller. Und damit können wir auch schneller in die Tiefen kommen. Und... Oh, falsche Taste. Damit sind wir auf jeden Fall um einiges schneller. Das hier sieht ja cool aus. Nein! Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Seaglider. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich wollte noch gerade was gesagt haben, bevor der kam. Nee, gar nicht wahr. Ich wollte was dazu sagen. Ich finde das immer wieder cool, wenn man so schnell nach oben schwimmt, dass man dann auch so einen kleinen Sprung macht. Das macht auf jeden Fall immer wieder sehr viel Spaß. Und ich würde doch sagen, wir suchen uns noch ein paar Teile. Das kann man ja jetzt ganz gut machen hiermit. Noch mal hier in die Tiefen. Oh, der ist ja interessant. Ich finde, der sieht voll süß aus.
continued degradation of the Aurora's drive core may was? Result in a Quantenexplosion. Oh. Verdammt. Continuing to monitor. Na, hier bin ich jetzt nicht so groß fündig geworden. Wir haben immer noch 75 Sauerstoff und wir sind so weit gekommen. Hier geht's aber rein. Das hier nehme ich mir auf jeden Fall jetzt mit. Titan. Und das ist alles sehr schön dargestellt hier. Kann man übrigens hier in diese Eier reinsehen? Ja, da kann man aber nichts erkennen. Sieht trotzdem cool aus. Ich soll den mal schneiden, okay? Ich habe aber das Inventar voll. Wisst ihr was? Die haue ich jetzt raus. Genau. Die kann man auch essen. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Weitere Untersuchungen, das mache ich doch dann. Ah, da links sehe ich schon eine einheimische Lebensform. Da ist was drin. Da ist was drin. Mobile Fahrzeugstation. 2 von 3. Ich glaube, ich baue mir bald so mal, bald mal so eine Kiste. Hier. Naja, nichts Großes. Ah, das ist auch neu. Vorher konnte man hier an der Oberfläche mitschwimmen. Und jetzt nicht mehr. Ach ja, ach ja. Das ist auch eins. Ich fahr jetzt mal zurück oder schwimme mal zurück. Kann ich auch so halb-halb machen? So. Nee, das ist zu hoch. Ah ja, okay. Ist direkt quasi mit der Körpertextur verbunden. Genau. Okay. So. Ja, ihr wisst, was kommt. Wir sind am Ende einer Folge. Und ich hoffe natürlich, wem das euch gefallen hat. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.